Siehst du, kein Grund zur Sorge. Dein Starschnitt ist wie neu und da, wo er sein sollte. Ich hole ihn, sobald wir den Ort gesichert haben. Da leuchtet ja was. Darum habe ich mir am meisten Sorgen gemacht. Da leuchtet was. Ist das eine Seite? Ich muss nochmal zurück. Das könnte eine Manuskriptseite sein. Bitte, das ist eine Manuskriptseite sein. Es ist eine Manuskriptseite. Yay. Wie viele fehlen denn überhaupt noch? Oh. Das könnte schon... Ist schon fast die letzte. Deputy Mulligan ignorierte Thorntons Geschwätz. Er hielt Atoren nicht für besonders nützlich und eine große Menschenjagd hielt er für Schwachsinn. Kein Grund, Kaffee und Kuchen zu verpassen. Es war ja nicht einmal klar, was er getan hatte, außer auf der Wohnwagenanlage vor ihnen zu fliehen. Mulligan wusste, dass er nicht allein war. Der Sheriff verlor auch die Geduld mit dem FBI-Mann. Das war blöd betont. Der Sheriff verlor auch die Geduld mit dem FBI-Mann und nicht der Sheriff verlor auch die Geduld mit dem FBI-Mann. Weil das impliziert, dass der Sheriff die Geduld mit dem FBI-Mann und noch mit dem anders verliert. Wohingegen verlor auch die Geduld, also die Betonung auf dem auch, impliziert, dass der Sheriff genauso wie Mulligan die Geduld mit Nightingale verliert. Und da kommt das Deutschabitur in mir durch. Kann ich hier durch? Mensch, ihr erfahrt in dieser Episode ja einiges über mich. Ihr erfahrt, was ich für ein Abitur gemacht habe. Das war übrigens damals noch vor dieser neuen Abiturregelung, also vor diesen Modulen oder Paketen oder was das heute ist. Ich durfte mir die Kurse noch alle selber zusammenstellen. Ja, ja. Und ihr wisst, was ich arbeite, wenn ihr aufgepasst habt. Wir müssen das Ding aus dem Weg schaffen. So weit bin ich gekommen, bis sie mir aufgelauert haben. Ja, da rechts hoch, ne? Oder nicht? Hier. Muss nur den Weg dahin finden. Da ist eine Häckslermaschine. Ich hoffe, die kommt nicht noch zum Einsatz. Ich gucke gerade, ob hier vielleicht noch irgendwo die letzte Seite ist vielleicht. Hier drin zum Beispiel. Oder hier hinter. Versteckt. Ne, das wäre es ja gewesen jetzt. Da hoch aufs Dach. Oh, ich sollte nachladen. Wer weiß, wofür es gut ist. Obwohl ich mir auch vorstellen könnte, dass das vielleicht die Endschlacht war. Aber andererseits, wenn das die Endschlacht war, warum geht es denn jetzt weiter? Also nicht vom Spiel, sondern von diesem Kapitel, meine ich, ne? Ich glaube, Alan Wake hier möchte etwas loswerden. Wie war das, Al? Ich bin Alan Wake. Ich liege immer richtig. Wenn ich nicht kriege, was ich will, schmolle ich den ganzen Tag lang. Ich bin ernsthaft und launisch. Das macht mich anziehen und geheimnisvoll. Jetzt gerade stehe ich hier nur rum, weil mir mein bester Freund Barry helfen muss. Aber schon okay, er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Das war eine tolle Show-Einlage. Ja, das war ziemlich gut. Willst du meine Barry Wheeler-Imitation sehen? Nein? Na klar. Die beiden. Die haben sich gesucht und gefunden. Ja, ich traue dem nicht. Also dieser Konstruktion hier. Mal ernsthaft. Die kommt doch gleich wieder runter. Wow, sieh dir das Ding an, Al. Die haben die Wikinger-Nummer echt auf die Spitze getrieben. Ach, das Schiff hier, ja. Krass. Sieh dir das ganze Zeug an. Die waren gut im Geschäft. Warum habe ich noch nie von diesen Kerlen gehört? Und das von dir, der Ozzy Osbourne nur aus Reality-Shows kennt. Was? Barry, jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht von dir. Jetzt bin ich wirklich... Ich bin sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich dir sagen soll. Barry, das geht gar nicht. Okay, ich muss hoch. Halt, da liegt noch was. Oh, Nightfalls. Juhu. Wow, Nightwings. Nightwings. Weißt du noch, als ich dir diesen Auftrag besorgt habe? Dein erster echter Job als Autor. Dein Durchbruch. Ist das eine deiner Folgen? Sind das nicht alles unsere Folgen? Von jemand anderem. Na gut. Wir begleiten Mr. Jones, wenn er
das endlose Traumland erforscht, bis er aufgehalten wird von etwas zu Alltäglichem. Einer Schlange und Menschen. Hey, Jones, ja? Okay, wir müssen warten, bis Ihre Hoheit da drüben bereit ist. Wow, wer ist das? Sie kennen ihn nicht? Sind Sie neu? Das ist der, der uns träumt. Also, er träumt nicht nur uns, er träumt alles. Alles hier. Halt, nein. Ich träume gerade. Ich schlafe. Ist das nicht mein Traum? Oh ja, klar. Sehen Sie es ein. Sie sind nur ein Traum. Ich bin ein Traum. Sie sind ein Traum. Der Vogel im Taucheranzug ist ein Traum. Und die süße Puppe da hinten. Definitiv auch. Aber ich bin sicher, dass ich träume. Vielleicht sind Sie ein wirrer Traum. Bin ich Psychiater? Ich halte mich jedenfalls an die Schlauköpfe. Und die sagen, er erledigt das Träumen. Der da. Ich weiß nicht, was das heißt. Dass wir ihn bei Laune halten. Keine Abstürze. Wir sorgen dafür, dass er Kleidung trägt, wenn er rausgeht. Keine Fluchten vor Monstern, bei denen er wie wild rennt, sich aber nicht von der Stelle bewegen kann. Nichts in der Art. Denn wenn er plötzlich aufwacht... Ja, genau. Wir warten also, bis er weiter möchte und halten alles schön ruhig. Oh oh. Hey, etwas passiert hier. Ja, was denn? Was? Hören Sie es nicht? Oh, du liebe Güte, ein Wecker. Das sind Sie, oder? Bitte, ich habe Frau und Kinder. Bitte nicht wecken. Ja, vom Konzept her eine ganz coole Folge, aber wir haben schon bessere gesehen. Also, die von Ellen sind besser. Definitiv. Oh, ist das die letzte Manuskriptseite? Ich denke, sie ist es. Es ist 1976 und auf der Anderson Farm tanzt der Bär. Auch wenn es jeder Logik spottet, ist die berauschendste Zutat ihres selbstgebrannten, ungefiltertes Wasser aus dem Cauldron Lake. Die Andersons fühlen sich wie Götter. Odin kann nicht aufhören zu lachen. Er überlegt, sich ein Auge herauszuschneiden. Thor rennt über das Feld, nackt, mit gellenden Schreien. Mit dem Hammer in der Hand versucht er, den Blitz zu fangen. Ihre Lieder haben Macht. Etwas Uraltes rührt sich in der Tiefe. Kehrt zurück. So hat das Dunkel sie also berührt, obwohl es im See gefangen war. Das Wikingerboot sah beeindruckend aus, fast wie ein Rambock. Indem sie das Wasser getrunken haben. Ungefiltert. Das ist, glaube ich, das Wichtige daran. Hier hinten ist noch was zu lesen, denke ich. Old Gods of Asgard. Die Ragnarok-Tour 1975. Der Zorn der Götter wird kommen in ganz vielen Staaten und Städten, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde. Gut, dann drücken wir mal den leuchtenden Knopf hier. Ich denke nämlich, das wird von uns erwartet. Und ich mache immer das, was man von mir erwartet. Ja, so bin ich. Oh, aber die Dunkelheit greift wieder an. Vor mir haben. War. Dann sehe ich nämlich, wann die angreifen und kann entsprechend ausweichen. Wenn die von hinten kommen, dann ist das schwieriger. Es ist also noch nicht vorbei. Wobei das jetzt schon fast fies war. Barry darf aber gerne auch mal helfen. Warum hat Barry keine Waffe? Hier liegen doch genug rum. Ich kann
Oh nein. Komm her. Ich hasse diese flinken Burschen. Die nerven total. So muss das gehen. Ich glaube, wir könnten hier durch. Ja. Hier durch? Wo bist du? Barry? Wo ist er? Barry! Barry! Mensch, ey Barry, wo bist du nur? Barry? Biber Barry. Wo ist Barry? Ich gehe wieder ein bisschen auf Abstand. Uah. Hier, friss das. Aber meine Frage bleibt bestehen. Wo zur Hölle ist Barry? Wieso ist Barry weg? So. Wollt ihr nicht mit mir spielen hier, oder was ist los? Zack, da. Noch habe ich ja Munition. Der orange Kreis bedeutet, dass ich keinen Schaden mache, oder? Ich muss wirklich fokussieren, um das Auto zu verletzen. Und das klang jetzt irgendwie komisch. Vergesst, dass ich das so gesagt habe. Und ich frage noch einmal, wo zur Hölle ist Barry? Er kann ja nicht so ewig weit weg sein, weil er hat uns ja zugerufen. Da ist er. Mensch, Barry, was machst? Wie bist du hier überhaupt hierher gekommen? Ist das eine Destille? Wow, diese alten Knacker hatten echt was am Laufen. Weißt du was, Herr? Wenn wir hier lebend rauskommen, werde ich die vermarkten. Ja, ich verkaufe dieses Zeug online, leih reine Fernsehshow an und bringe eine neue Single raus. Na, viel Glück damit. Hey, du findest für uns einen Weg nach draußen. Ich sehe mir das Zeug mal genauer an. Aha, klar. Genauer, ich verstehe schon. Ein Weg nach draußen? Ich würde die Tür nehmen. Die Tür war von der anderen Seite aus versperrt. Ich musste einen anderen Weg finden. Das wäre es einfach gewesen. Und weil Barry jetzt nicht einfach den gleichen Weg nimmt wie wir, müssen wir ihm natürlich die Tür aufmachen. Mann, ich hasse solche Kerle. Sei vorsichtig, Al! Wir sollten so allmählich die Waffe wechseln, wenn wir die Gelegenheit dazu kriegen. Also auf Schrotflinte meine ich, weil die Munition ist noch voll. Während unser Jagdgewehr noch 6 Schuss hat. Alles okay, Al? Alles klar. Halt die Augen offen, ja? Alles ist in Ordnung. Wir haben alles unter Kontrolle. Noch. Oh Gott, wie hoch nach oben müssen wir denn? Das macht mich gerade etwas nervös. Ich habe nämlich Höhenangst. Ja, noch ein bisschen höher. Aber es ist eine coole Taschenlampe, die wir da haben. Sehr schön effektiv. Ein Radio. Das ist ja cool. So eine Lampe habe ich schon. Wie die regelmäßigen Zuhörer unter euch wissen, arbeite ich häufig mal die Nacht durch, aber da bin ich nicht der Einzige. Die Deputies Mulligan und Thornton nehmen sich ein paar Minuten ihres hektischen Terminplans frei, um sich hier zu mir zu gesellen. Deputies, wie beschäftigt sind Sie gerade? Ich meine, das Hirschfest steht quasi vor der Tür. Ich wette, das hält Sie auf Trab. Ziemlich, ja.
Ehrlich gesagt, Pat, wir hatten einige andere Sachen um die Ohren. Aber das ist doch eine laufende Ermittlung. Deshalb können wir darüber noch nicht reden, Thornton. Ich wollte auch nicht sagen. Ich wollte nur erwähnen, dass wir auch andere Eisen im Feuer haben. Und wie würden Sie Ihr Pensum mit dem vom letzten Jahr vergleichen? Mir kommt es derzeit recht friedlich vor, aber die Menschen werden zu dieser Jahreszeit gern etwas wilder. Oh, und wie, Pat? Es ist ziemlich wild. Es gab jede Menge Probleme dieses Jahr. Vandalismus, Schlägereien, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und eine ganze Menge Menschen sind verschwunden. Ja, ja, es ist im Großen und Ganzen das übliche, Pat. Nur wissen Sie eine ganze Menge mehr davon. Kommt es nur mir so vor oder wird auch das Hirschfest mit jedem Jahr wilder? Die Leute wirken noch betrunkener oder sie fangen früher an, sind jünger. Das geht definitiv nicht nur Ihnen so, Pat, aber... Definitiv, Pat. Hey, ich rede gerade so... Mist, jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Nicht nur mir. Oh, richtig, ja. Es wird wilder, Pat, aber eigentlich scheint der ganze Ärger von erwachsenen Männern auszugehen. Die Kinder benehmen sich dieses Jahr wirklich gut. Schön, wenigstens das zu hören. Deputies, ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie hier gewesen sind. Ich lasse Sie jetzt weiterarbeiten. Gern geschehen, Pat. Ja, gern geschehen, Pat. Das ist total irritierend, wenn man die ganze Zeit die Schritte hört. Ich glaube, die kommen von oben. Ach komm, die letzten vier Schuss hauen wir noch raus. Mahamsha, ne? Mahamsha! So, wofür schalte ich jetzt hier den Generator ein? Für den Fahrstuhl? Oh ja, tatsächlich. Ja, Barry hätte jetzt einfach mit uns mitkommen können. Das ist das Haus der Andersons sein musste. Ich war nicht weit weg. Ich machte mir keine Sorgen um die Streifzüge von zwei ausgebrannten alten Typen. Die hatten das Gebräu. Krasse Sache. Sie hatten das Gebräu. Das klingt ja schon wieder... irgendwie cool.